Mein Vater ist im Krieg gestorben, den ich nie kennengelernt habe. Also der hat für Hitler das Vaterland verteidigt und war, was meine Mutter sagte, überzeugt, dass er fürs Vaterland stirbt. Was ist das Wort, wenn man als Soldat Opfert. ja, nicht opfert, bevor man sich opfert, Kämpft. kämpft. Kämpft, kämpft. Also mein Vater kämpfte fürs Vaterland und war sehr empört, was ich so von meiner Mutter höre, als das Attentat auf Hitler gemacht wurde, dass er sehr sagt, wie kann man nur das machen? Aber dann am Ende des Krieges, dass mein Vater dann irgendwie doch an der Front gemerkt hat, na, da stimmt was nicht und gezweifelt hat. Aber leider in den letzten Tagen des Krieges totgeschossen wurde von Russen. Also ich habe überhaupt keine Erinnerung an meinen Vater, was wahrscheinlich auch der Grund ist, weshalb ich so gelebt habe, wie ich lebe, weil ich nicht diesen Druck von einem Vater gehabt habe, der sagt, also du musst so und so, du musst zur Schule und musst arbeiten und musst eine Karriere machen, nicht? Denn ich hätte nie das Leben geführt, wenn ich einen Vater hätte. Wir sind gar nicht an sich erzogen worden. Meine Mutter war alleine mit drei Kindern, ohne Mann, arm, musste Arbeit suchen. Und meine Großmutter war sehr, die lebte so in ihrer Welt. Also wir wurden sehr freigelassen. Das heißt, das war gut, dass wir eine gewisse Disziplin hatten, man muss zur Schule gehen und so. Aber es war alles sehr liberal und schön und ich bin auch sehr dankbar. Und ich wusste, kann mich nur entsinnen, so als Junge, wie meine Mutter schwer, wie sie schwer hatte. Und ich habe immer meiner Mutter geholfen. Also ich war immer sehr hilfsbereit. Ich weiß, wie ich der Einzige war, der meiner Mutter immer geholfen hat, um dann ja, geliebt zu werden. Man will geliebt werden. Man will geliebt werden und man macht was, nicht? Aber wir waren immer so ein bisschen so nie dieses, was man herzlich nennt, nicht? Aber was ich dann eben, als ich aufgewachsen bin, dann ein bisschen älter wurde, aber ich habe immer gefühlt, dass ich nicht Teil meiner Welt bin. Ich habe immer gefühlt, dass ich so ein bisschen außerhalb stehe und mehr als Beobachter sehe und nie irgendwie mich als Teil gesehen habe. Dass ich immer vorsichtig war und sehr für mich gelebt habe. Und dann natürlich, als ich die Sexualität gespürt habe. Und in der Zeit konnte man nicht sich erkundigen. Das musste man alles so selbst erfinden und durchlesen im Lexikon gewisse Wörter und so. Ich kann mich entsinnen. Aber dann, als ich gemerkt habe, naja, meine Sexualität, die geht dahin, dass ich mich nicht für Mädchen interessiere. Und ich bin froh, auf gut Deutsch schwul zu sein, weil viele Probleme weg waren, die normale Leute haben.